Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem neuen Freitagsimpuls. Heute mit dem spannenden Thema die Wahrheit über wirksame Kaltakquise im Vertrieb. Starten wir dazu mit einem Zitat von Nick Leeson. Erfolg ist der Ertrag von Misserfolg, Fehlern, Fehlstarts, Verwirrung und der Entschlossenheit, trotzdem weiterzumachen. Warum aber verweigern so viele Menschen im Vertrieb die Kaltakquise? Zum einen ist es Trotz, aber auch andere Prioritäten. Da kommen so Aussagen wie, ja, ich habe einfach keine Zeit für die Kaltakquise. Oft ist es auch so, dass fehlendes Training am Anfang Angst und Schweißperlen verursacht. Die Kaltakquise verursacht Schmerzen, nämlich Ablehnung. Sie braucht Fleiß, sie verursacht Schweiß und sie erfordert viel Disziplin. Dinge, die nicht jeder gleich zu schätzen weiß. Fehlende Anreize und Ermutigung sind aber ein weiteres Thema. Fehlende Teamrituale sind genauso ein Grund dafür und keine Konsequenz, wenn nichts passiert. Und beim Thema Konsequenz sind Sie als Entscheider, als Entscheiderin wieder einmal gefragt. Die gute Nachricht am heutigen Freitag ist, Kaltakquise ist absolut erlernbar und macht mit der richtigen Anleitung auch richtig Spaß und sorgt vor allen Dingen für signifikant bessere Vertriebsleistung. Und es gibt einige Lernfelder, die jedes Vertriebsteam hat. Erstes ist die richtige Recherche. Wie komme ich überhaupt an die richtigen Zielkunden und an die richtigen Entscheider, Entscheiderinnen ran? Wie bereite ich mich richtig und vor allem zielgerichtet effizient vor, ohne zu viel Zeit zu benötigen? Wie spreche ich richtig die Menschen, die ich erreichen will, an? Denn Ihr Gegenüber hat im Wesentlichen 5 Fragen. Wer ist es, der sich gerade bei mir meldet, der mir schreibt oder sonst wie in Kontakt mit mir tritt? Wie lange dauert das jetzt gleich? Was will er oder sie von mir? Handelt er oder sie in meinem Interesse? Oder anders gesagt, will er oder sie mir einfach nur was verkaufen? Und was bringt es mir? Und fragen Sie sich auch, wo Ihr Team in puncto kundenzentrierter Formulierung und Kommunikation steht. Es geht ja darum, Aufmerksamkeit, Neugier und Spannung bei Ihrem Gegenüber zu erzeugen. Es handelt sich um eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Und wir interessieren uns immer dann und sind neugierig, wenn jemand es versteht, unsere Aufmerksamkeit, Neugier und Spannung tatsächlich A zu erzeugen und dann aufrechtzuerhalten im Gespräch. Es geht auch darum, dass Ihr Team lernt, Kundenbedürfnisse in Minuten schnell zielgerichtet zu erfragen. Und dann auch mit Mehrwert und individuellen Nutzen für Ihr Gegenüber zu begeistern und eben nicht zu informieren. Egal ob am Telefon, per Videocall oder im persönlichen Dialog. Denn Call-to-Action-Button bei Ihrem Gegenüber im richtigen Moment auf den Punkt zu aktivieren, auch das ist eine Disziplin, die bei weitem nicht alle vertriebenen Menschen, egal wie lange sie dabei sind, auf den Punkt beherrschen. Deshalb mein Denkanstoß zum heutigen Freitag für Sie und Ihr Vertriebsteam. Überlassen Sie Ihren Erfolg von morgen bitte nicht dem Zufall. Ermöglichen Sie Ihrem Team im Vertrieb jetzt die zielgerichtete Unterstützung, die es braucht, bevor der Wettbewerb schneller beim Kunden ist. Dafür bieten wir Ihnen unsere Inhouse- oder auch Online-Trainings nach Maß und mit garantierter Wirkung, sagen unsere Kunden übrigens. Eine kleine Entscheidung heute, die sich für Sie unter Garantie auszahlt.